Mit dem Ballon d'Or zeichnet die Fußballfachzeitschrift France Football jährlich den Weltfußballer des Jahres aus. 170 Journalisten aus verschiedenen Ländern ranken ihre Top 5 Fußballer. Die Punkte werden zusammengerechnet und es gibt einen Gewinner. Insgesamt sind es 10 Fußballer, die mehr als nur einmal diese Auszeichnung erhalten haben. Rummenigge, Keegan, Di Stefano, Ronaldo und Beckenbauer erhielten die Auszeichnung zweimal. Platini, Van Basten und Cruyff ganze dreimal. Während Cristiano Ronaldo unglaubliche fünfmal die Auszeichnung einfuhr, rangiert Messi an der Spitze mit ganzen 7 Ballon d'Ors. Doch diese Liste wurde vor einigen Jahren von France Football ergänzt. Von 1956 bis 1994 konnte die Auszeichnung nur von europäischen Spielern, die in Europa spielten, gewonnen werden. Von 1995 bis 2006 waren es dann alle Spieler, die in europäischen Vereinen spielten. Dann, zum 60-jährigen Bestehen des Ballon d'Or, veröffentlichte France Football 2016 Alternativgewinner. Demnach gäbe es insgesamt 12 Spieler aus Südamerika, die sogar vor ihren europäischen Mitstreitern einen Platz innehätten. Während 1962 die Auszeichnung an Garrincha gehen würde, wäre es 1978 der Argentinier Mario Kempes und 1994 Romario. Zweimal wäre die Auszeichnung an Diego Maradona gegangen. Die restlichen 7 Alternativ-Ballon d'Ors gehen laut France Football an Pelé. Heißt, somit würde die Legende mit Lionel Messi gleichziehen. Der Tod von Pelé kam nicht überraschend, da die brasilianische Legende bereits seit längerem an Krebs litt. Trotzdem erschütterte der Tod des 82-Jährigen die Fußballwelt. Vereine, Journalisten, Fußballer und bekundeten ihre Trauer. Haaland schrieb über Pelé: "Alles, was du einen Spieler machen siehst, hat Pelé zuerst gemacht. Ruhe in Frieden." Eine Aussage, die es perfekt zusammenfasst. Wer sich Abschnitte von Pelé als Fußballer anschaut, bemerkt schnell, dass er seiner Zeit voraus war. Pelé hat bereits vor Jahrzehnten das Nach-Innen-Ziehen von Ronaldo, den Croquetta von Iniesta, den Cruyff-Turn, die Körperfinden von Messi und die Flicks von Neymar gemacht. Neymar, der momentan mit Pelé zusammen Rekordtorschütze von Brasilien ist, schrieb über Pelé: "Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pelé war Fußball nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er machte Fußball zur Kunst, zur Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme. Und vor allem, er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht. Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pelé ist ewig."